So, weiter geht's in der Schmiede von Erebor. Wir wollen immer noch speichern. So, und wir wollen immer noch Smaug besiegen. Bombs. Das hätten wir. Moment, ich wollte eigentlich B drücken. Müssen wir da wieder was zusammenbauen, ja? Oder wie ist das jetzt hier? Ich nehme an, dafür brauchen wir noch ein paar Teile. Moment. Ja, irgendwas müssen wir doch da bestimmt zusammenbauen. Keine Ahnung. Okay, Moment. Hätte ich gedacht, dass wir da irgendwie in dem Fass noch was zusammenbauen müssen. Ist anscheinend nicht der Fall. Was sollen wir hier machen? Da komme ich nicht weiter. Genau. Da komme ich auch nicht weiter. Wir können ja mal... es gibt's doch nicht. Wir können ja mal in den Abgrund springen. Können wir auch ins Feuer laufen? Das zieht einem ja nicht viel ab. Eigentlich gar nichts. Okay, Moment. Hier muss irgendwas... Man muss das Ganze so rum machen. Ich verstehe. Jetzt wird ein Schub raus. Alles klar. So. Was brauchen wir jetzt? 15 Seile. Haben wir. Dann 20 Bretter haben wir. Und Eisenerz oder was auch immer das sein soll. 15 mal das Ganze. Und davon haben wir nur 8 oder wie? Ne, 20. Oh, da haben wir Glück gehabt jetzt. Es wäre schon schlecht, wenn wir das nicht... nicht hätten. So, was ist das jetzt? Das bist du. Was wird denn das? Ich versuche das ja immer vorher schon so ein bisschen zu erraten, aber irgendwie ist es nicht so ganz einfach. Ach. Toll, das ist ja vielleicht scheiße zu erkennen. Was man hier nehmen soll. Jetzt den großen. Das sind zwei so Latten irgendwie, die eine nur etwas länger als die andere. Was wird das? Ein Todesstern, hätte ich beinahe gesagt. Nein, wie heißt das denn noch? Ein, wie heißen denn noch diese dreieckigen Dinger aus Star Wars? Da gibt's doch nicht, da komme ich doch jetzt nicht drauf. Ein Sternenzerstörer, jetzt habe ich's. Das hat mir jetzt ja keine Ruhe gelassen. Oder wird das ein Blaseball? Das wird ein riesiger Blaseball, so wie es ausschaut. Jawohl. Und wir haben auch noch irgendeine Errungenschaft freigeschaltet. Hallo? Okay, Bilbo soll darauf. Da ins Eck kommen wir nicht. Ja, das habe ich mir gedacht. Gut, dann also hier rauf. Nein, nein, kletter da hoch. Dann gehst du weiter. Au! Sag mal, hörst mal auf, du den Mist, du bist bescheuert. Ach, jetzt habe ich gerade schon gedacht, was muss ich hier anstellen? So, dann gehen wir. Nein, du sollst wieder rausgehen. Hä? Warum kann ich mit dem nicht rausgehen wieder aus dem... Ah doch, geht ja.
So, und wie kriege ich jetzt den anderen hier hoch? Mit dem Zeug hier wahrscheinlich. Jawohl. Super. So, dann komm mal her, Junge. Nein, Bilbo, du sollst da nicht wieder runterklettern. Komm jetzt hier lang. Kannst du nicht einfach da auf uns schießen, ey. Mit dem blödsinn Smaug. Ehrwürdiger Smaug. Jetzt. Marlin, gelingt dir noch eine Stichflamme? Ja, dauert nur einen Augenblick. Kommt! Ja. Marlin, dann sieh mal zu, dass du die Stichflamme jetzt hier hinkriegst. Auf welche Farbe soll ich das jetzt schießen? Ist hier irgendwo ein Hinweis? Ups, Entschuldigung, da bin ich gegen das Mikro gekommen. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, oder? Ach, der hört ja automatisch auf, wenn man die richtige Farbe eingestellt hat, oder? Oder auch nicht. Dann mache ich jetzt mal alles auf grün. Auch wenn ich... Ah. Na, jetzt wissen wir es doch. Hervorragend. Also, Uri, dann sehen wir zu, dass du das Ganze hier auf rot kriegst. Dann den mittleren auf blau. Vorausgesetzt, ich krieg das hier irgendwie auf. So, auch das ist gut. Und dann nochmal rot. Tada! Jetzt. Ah. Einmal ein bisschen hin und her gekippe. Und jetzt? Ah, okay, wir müssen auf Smaug werfen. Jetzt verstehe ich. So, zweimal haben wir schon getroffen. Ist ja eigentlich recht einfach. 4 und 5. Achso, das soll so sein. Okay, anscheinend müssen wir jetzt wieder was machen. Wir müssen hier hinten irgendwie an der Kette ziehen. So viel wissen wir ja schon mal. Nur wie wir jetzt da hinkommen, ist natürlich dann eine ganz andere Frage. Anscheinend kann ich hier...
irgendwas anstellen. Okay. Geht irgendwie nicht vorwärts. Ah, da kann ich was zusammenbauen. Einen Schießer brauchen wir. Ich meine einen mit einer... Ja, mit so einem Ding hier. Flegel. Nee, gar nicht wahr. Wir brauchen doch einen Schießer. Du bist doch ein Schießer hier, oder, Ori? Dann schieß doch mal. Doch nicht so kleinlich, Leute. Okay. So, jetzt brauchen wir den Flegeltypen. Flegel. Wieso dich? Was sollen wir jetzt mit dem anfangen? Eigentlich... wollte ich dich haben. Genau. Ich hole mir zurück, was du gestohlen hast. Genau. Du wirst mir gar nichts nehmen, Zwerg. Ich habe eure Krieger einst niedergestreckt. Ich habe die Völker in Angst und Schrecken versetzt. Ich bin König. Unter dem Berge. Berge. So, ich nehme an, wir müssen jetzt in mehrere Etagen, oder auf mehrere Etagen, um da mitzuhelfen. Dies ist nicht dein Königreich. Dies ist Zwergenland. Dies ist Zwergengold. Ach, der ist ja ganz unten geblieben. Naja, egal. Den Weg schaffen wir wohl auch noch. So, Sprung, Sprung. Ruf da. Zu dem. Und da hoch. Und nun? Wir werden doch bestimmt wieder irgendwie dem dazu bringen können, uns zu folgen. Müssen wir auch. Denn wir haben keine Axt. Hier irgendwas machen? Na also. Gut. Bombs. Okay. Level abgeschlossen. Na, ich halte es näher aus. Oh, wir können die Geschichte immer noch fortsetzen, aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Und wir beenden jetzt hier erst einmal. Also bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.